Nochmal von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen zum heutigen Heimspiel der Damen des DSC Düsseldorf gegen die Damen von Blau-Weiß Köln. Beide Mannschaften stehen schon hier bereit, um in die Arena einzulaufen. Ja, seit der Feldsaison neu, nicht mehr die klassische Begrüßung, wo sich beide Mannschaften gegenüberstehen, sondern beide Mannschaften laufen hier ein. Zuschauerbänke sind noch recht leer, da geht auf jeden Fall noch mehr. Ich hoffe natürlich, dass auch genauso viele oder noch mehr Zuschauer auf den zu Hause vor dem Fernseher sitzen. Genau. So, jetzt beide Mannschaften hier sich nochmal am Abklatschen. Gehen dann gleich sicherlich in den Kreis, um sich nochmal einzuschwören. Genau, wir können ja nochmal auf den Kader des DSD eingehen erstmal. Im Vergleich zum Feld haben wir keine Neuzugänge mehr. Also zum Feld haben wir relativ viele Neuzugänge bekommen. Jetzt zur Halle ähnlicher Kader wie auf dem Feld. Dementsprechend glaube ich, dass sich die Mannschaft da auch immer mehr einspielt. Werden sich sicherlich im Kreis jetzt nochmal kurz besprechen, auf das Wesentliche fokussieren und dann gleich in das erste Viertel starten. Ja, zum Gegner Blau-Weiß Köln ist, denke ich mal, zu sagen, dass immer ein sehr, sehr unangenehmer Gegner ist. Blau-Weiß Köln ja auch eine Mannschaft, die in der Halle viel, auch immer erste Bundesliga gespielt hat. Dementsprechend auch eine gut eingespielte Truppe ist. Sehr, sehr unangenehm zu spielen. Dementsprechend auf dem Feld letztes Jahr oder dieses Jahr im Mai dann abgestiegen in die Regionalliga. In der Halle noch in der zweiten Bundesliga. Ich denke mal, dass da die Mädels auf jeden Fall aus Köln ordentlich Dampf machen werden. Und der DSD da auf jeden Fall ordentlich aufpassen muss dagegen, eine gute Hallenmannschaft aus Köln. Und genau, wir sehen jetzt auf dem Feld vom DSD schon die erste Aufstellung, hinten in der Verteidigung mit Luca Scheuten und Katrin Bremer. Im Sturm haben wir Mia Rossa, Lilly Otten und Silly Drewitz in der ersten Aufstellung. Genau, auf der Bank haben wir dann noch Carla Knipschild für die Verteidigung mit drin, genauso wie Myrthe Hebert. Vorne im Sturm als Wechsel dann Carina Salz, Emily Kempf und Donja Zwinkels. Und im Tor haben wir Hanna Laffrenz, die aus Raffelberg gekommen ist, auf dem Feld noch nicht spielberechtigt da war, aber letzte Woche ihre ersten Spiele gemacht hat. Und das Spiel geht auch direkt los. Genau, der erste Freischlag für den DSD. Genau, Blau-Weiß Köln sehen wir jetzt im angekündigten Fünferwürfel. Also das war auch schon Thema im Training. Ein Fünferwürfel grundsätzlich immer schwierig zu spielen. Eigentlich eine eher defensive Verteidigungsform. Dementsprechend gilt es da halt für den DSD geduldig zu bleiben und die Lücken zu suchen. Hört ab, passt Luca gut auf, kann den Ball abfangen. Ja, sind wir in der ersten Hallensituation an der Bande. So, Ballbesitz für die Damen aus Köln. Ja, Silly kann da den Ball gut abfangen, passt auf in der Mitte, geht durch und das ist die erste Ecke für den DSD. Sehr, sehr schön rausgeholt von Silly Drewitz. Legt da den Ball an den Fuß. So, jetzt besprechen sich die Mädels nochmal. Ja, Silly kann da den Ball gut abfangen, passt auf in der Mitte, geht durch und das ist die erste Ecke für den DSD. Silly Drewitz. Genau, Lilly da auf der Ablage. So, und wir haben die Ablage gesehen, die leider nicht ganz hoch kommt, sodass der Schläger dabei aus Kölner dabei ist. Wir sehen aber nochmal schnell die Chance von Mia, der ein bisschen festsetzt auf der Bande. So, und dann können wir jetzt dann nochmal meine Co-Kommentatorin begrüßen, die leider ein bisschen im Stau stand. Schön, Franka, dass du auch da bist. Hi, auch nochmal ein kleines und schnelles Hallo von mir. Leider ein bisschen zu spät, aber trotzdem, pünktlich. So. Wir machen da, glaube ich, gerade ein bisschen, oder versuchen Druck zu machen, das funktioniert auch ganz gut. Leider
kriegt da die Silly den Ball an Fuß. Da geht ein schneller Konter für Köln, den wir, glaube ich, ganz gut ablaufen. Genau. Was ist so deine Meinung zum Spiel? Also, was glaubst du, werden wir viele Tore sehen? Wird es eher ein ruhiges Spiel? Was sagst du? Ich muss sagen, ich glaube, wir werden viele Tore sehen, um ehrlich zu sein. Hoffen wir. Genau, wir wollen es auf jeden Fall sehen. Das Spiel letztes Mal, ich weiß nicht, ob du da jetzt schon was zu gesagt hast, gegen Essen, da sind ja auch ordentlich viele Tore gefallen letzte Woche. Ich muss leider sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist. Wir haben letzte Woche 5-5 gegen Leverkusen gespielt. Blau-Weiß Köln verliert letzte Woche, glaube ich, 6-5 gegen Essen. Genau, irgendwie so ein knappes Ding, ne? Genau. Gegen Etuf Essen, genau. Deswegen, ja, Tore schießen können sie auf jeden Fall. Wir auch. Aber wir auf jeden Fall mehr. Was sagst du, Ergebnis? Ich glaube, es wird ein 5-3. Für den DSD? Ja. Ja, da bin ich ähnlich. Ich hatte mit einem 5-4. Ah, okay. Ich glaube, es wird ein knappes Ergebnis. Ich habe schon vorhin gesagt, Blau-Weiß Köln ist ja immer eine sehr unangenehme Mannschaft in der Halle. Dementsprechend glaube ich, dass das ein knappes Ding wird. Ja, das glaube ich auch. Und gerade finde ich es auch ein bisschen hektisch, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Die ist ja jetzt gerade in der Manndeckung. Aber der Ball geht ins Aus. So, die Blau-Weiß Kölner jetzt mal ganz vorne, eben noch im Würfel, 5er-Würfel kurz gespielt. Ja, da ist der Fuß gut von Luca gelöst. Ja, der war an der falschen Stelle ausgeführt. Der Freischlag muss, glaube ich, nochmal rechts ausgeführt werden. Genau, da hat die Luca Scheuten hinten rechts dann echt einen guten Fuß rausgeholt. Gegen den Druck von Köln. Schade, guter Ball da von Luca, eigentlich im Kreis. Ich finde, Luca Scheuten hinten rechts spielt tatsächlich auch echt schöne und auch so unerwartete Bälle, die aber auch echt gut immer ankommen. Ja, und absolut. Die auch manchmal wir nicht lesen können. Sehr gut abgefangen von unserer immer noch bleibenden niederländischen Scorerin bei der WM, ne? Damals. Genau, damals, ja, im Januar war es, glaube ich. So lange ist es noch nicht her. Da ist Donja mit den Niederländerinnen auch im Finale gewesen, meine ich. Schade. Genau, wir haben auch den ersten Wechsel jetzt hier auch schon gesehen. Carla Klimp steht jetzt mit auf Platz, auf Sturm, wie gesagt, Donja Zwinkels und Carina Salz. Luca und Mia nach wie vor auf dem Feld. Da hat sich Blau-Weiß Köln den Ball gut vorne erarbeitet, aber Hanna kann halten und Mia ist im Vorwärtsgang. Auch mit einer sehr, sehr schönen Technik. Ja, da fehlt ein Verteidiger. Das. Mia Ross hat da gut geschaltet und direkt auch an. Also 31. Sehr gut da ausgespielt. Wir wurden gerade von unserem zweiten Damen-Trainer und erste Damen-Co-Trainer nach unseren Rücknummern gefragt. Deswegen war hier gerade mal kurz Stille. Naja, es geht weiter hier mit einer langen Ecke für Blau-Weiß Köln, die aber im Aus landet. So, jetzt Abschlag hier für den DSD. Blau-Weiß Köln da relativ gut im Druck. Schön durchgesetzt, da auch von Carina. Gutes Dribbling kann gehalten werden. Silly dann im Nachschuss leider übers Tor gelegt. Aber ich würde sagen, auch der DSD ist gut dran. Genauso aber auch wie Köln, die jetzt auch schon ein paar Chancen hatten hier gerade. Das stimmt. Also ich glaube, da wird es gleich irgendwo knallen. Hoffentlich natürlich im Kölner Tor. Genau, meistens sagt man ja auch, dass so ein Tor dem Spiel gut tun würde. Schon auch immer der Ansatz, um da mal wieder ein bisschen Tempo reinzubringen. Jetzt aber Silly nochmal im Vorwärtsgang. Gut, aber auch verteilt von der Kölnerin. Ja, jetzt kommt sie ein bisschen frei zum Schluss. Aber Hanna ist wieder da, auch eine sehr, sehr gute Torhüterin, die wir da für uns gewinnen konnten. Ja, ursprünglich ja von Raffelberg. Genau.
War auch letztes Jahr schon da, durfte aber noch nicht spielen. Ein bisschen frei zum Schluss. Leider, glaube ich. Aber Hanna hat wieder da auch eine sehr, sehr gute Torhüterin. Wieder für uns gewinnen. Aber egal, jetzt sind wir umso, umso glücklicher, dass sie spielen darf. Genau. Hatte auch letzte Woche ein echt mega gutes Spiel gegen Leverkusen hingelegt. Genau. Hat da einige Bälle noch rausfischen können. So, jetzt. Der Ball war. Genau, jetzt nochmal Köln im Düsseldorfer Kreis. Der wird aber auch von der Hanna geklärt. Und. Jetzt hat sich das mal wieder alles hier so ein bisschen gelegt. Die typischen Bandenszenen. Da sollte man eigentlich geduldig sein. Ja, meistens die beste Variante, dann nochmal hinten rauszuspielen. Der ist jetzt gut reagiert von Emily mit dem Brett runter. Kommt jetzt hier an Ball, vielleicht zum ersten Schuss nochmal. Ja, auch von der Töterin da geklärt. So, DSD jetzt wieder da, so ein Aufbau. Mit Mitte und Karla in der Verteidigung. Genau, gut von Kader da auch nach innen gegangen. Ich finde, dass wir auch häufig in vielen Situationen noch zu statisch sind und da auch gerade in der Verteidigung und dann auch vorne mit den Stürmern mal ein bisschen mehr Bewegung rein muss, um eben auch den Block der Kölner in Bewegung zu bringen. Ja, wir spielen in unserem normalen Froschsystem, wie wir es nennen, im Halbfeld. Gut, aufgepasst von Lilly da in der Mitte. Ja, schade. Gute Idee, aber leider hat die Kölnerin da den gleichen Gedanken gehabt wie Lilly. Also geht's weiter mit Ball für Blau-Weiß Köln. So, und da ist der Ball wieder mit Silly im Vorwärtsgang. Legt ihn wieder auf links auf Emily. Der war aber ins Brett gespielt, dementsprechend der deutliche erste Pfiff gegen den DSD da. Der Pass war leider nicht ganz genau in Lillys Vorhand. Und dann abgefangen von der Kölnerin. Wieder die Kölner am Ball. Da wird von hinten von Katrin Bremer da Druck gerufen. Hat die Kölnerin aber clever den Fuß gezogen vom DSD. Also geht's weiter mit Aufbau für Köln. Genau, der DSD jetzt ein bisschen weiter vorne. Myrte steht da auf jeden Fall richtig. Boah, der Ball war ein bisschen. Köln jetzt mit Lindenberg am Vorwärtsgang. Gute Chance da. Hätte sie aber eindeutig mehr draus machen müssen. Hätte sie mehr ist, glaube ich, auch ein bisschen abgerutscht da. Aber ja, können wir aus DSD-Sicht von Glück reden. Köln jetzt mit Lindenberg am Vorwärtsgang. Ich glaube auch, dass die Nummer 20 von Köln, Lindenberg, letztes Jahr, glaube ich, auch in der zweiten Bundesliga Torschützenkönigin war. Also eine sehr, sehr gefährliche Spielerin. Aber wir sehen auf der anderen Seite jetzt auch die Chance von Donja. Und nochmal gut da auf der Linie den Ball rausgeholt. Ja, schade. Der ging wohl nicht aufs Tor, würde ich mal sagen. Und deswegen ist es der Freistoß für Köln. Oh, gut das Brett gelegt, sich nicht verarschen lassen da. Ja, das ist richtig. Und da ist das 1:0 für den DSD. Durch die Hosenträger, wie man so schön sagt,
der Kölner Torhüterin. Eigentlich kein super starker Schuss, würde ich ihn mal nennen, aber meistens sind das ja auch die gefährlichen Bälle, die dann eben durchrutschen und so schnell steht es 1-0. Durch unsere Nummer 5, Donja Zwinkels. Das ist, glaube ich, auch ihr erstes und Tor. Da ist ihr das 1-0 für den DSD. Ja. Durch die Hosenträger. So, jetzt geht es hier weiter mit Aufbau für Köln. Ja, der ist jetzt gerade mal kurz eine Manndeckung, lässt aber den Ball da ausgehen. Ja, jetzt Mia da vorne im Vorwärtsgang, legt ihn sehr schön rüber auf Carina, runter auf Donja. Oh, schade. Und der Ball war sehr, sehr schön, liegt ganz in die Vorhand von Mia. Schade, auf jeden Fall gute Chance. Ja, da haben wir gerade wieder so einen Diagonalball von den Kölnerinnen gesehen. Ich finde, den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch schon wieder durch die Stürmer beide durch. Ich finde, das ist ja eigentlich auch immer ein Ball, der nicht gehen soll. Da muss der DSD auf jeden Fall aufpassen, weil wenn der da durchrutscht, wird es auch schnell mal gefährlich. Ja, Donja, die den Ball jetzt gut abfängt und einen Pfiff für sich holen kann. Jetzt haben wir wieder den ruhigeren Aufbau. Köln steht auch wieder im Fünferwürfel, hat mich vorhin schon angesprochen. Da jetzt, ja, sind auch nur noch 30 Sekunden auf der Uhr, sehe ich gerade. Dementsprechend macht Luca das Spiel nochmal auch langsam. Guter Ball da durch die Mitte durch. Das war ein Fehlpass von Donja. Der Ball aber hoch, dementsprechend nochmal den Freischlag für den DSD. Schnell ausgeführt, rutscht der Carina aber an den Fuß. Also nochmal Freischlag für Köln. 5 Sekunden gleich auf der Uhr. Ja, und das war der Schlusspfiff des ersten Viertels. Ja, ich finde, beide haben ihre Chancen. Wobei ich auch bei Wittislower sind auf jeden Fall sagen würde, dass DSD mehr Chancen hat und auch die gefährlicheren Chancen. Ich finde, Köln hatte diese eine sehr gefährliche Chance nicht verwertet. Ja, was sagst du? Ja, finde ich auch. Also ich finde das Spiel noch nicht, ich sag mal, das spannendste aller Hallenhockeyspiele. Ich finde, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, beide Mannschaften haben auf jeden Fall ihre Chancen. DSD finde ich ein bisschen mehr vom Tor. Ja, aber grundsätzlich gutes erstes Viertel. Verdient finde ich auch jetzt erstmal die Führung für den DSD. Und dann hoffen wir mal, dass die nächsten Viertel ein paar mehr Tore bringen. Ja, das stimmt.
Pfiff fürs zweite Viertel gehört. Kölner wieder im Druck, jetzt nicht mehr. Ah, jetzt erkennt man schön, wie Köln im Pimmerwürfel steht. Genau. Meistens eher für den Zuschauer ein eher langweiliges Spiel dann, wenn der Gegner in Pimmerwürfel steht. Weil es super schwierig ist, da große Chancen zu kreieren. Da passt die Kölnerin auf den Diagonalball gut auf, der eigentlich aber gut gespielt von Tati ist. So, jetzt hat man gerade, vielleicht habt ihr es auch gehört, aber wir haben ja gerade ein Zeichen von der Tati auf dem Feld bekommen. Vor, vor, vor heißt für uns, dass wir da Druck machen sollen und... Schade, auf jeden Fall gut, schnell durchgespielt. Den One-Touch von Lilly ja, zum 7-Meter-Punkt, aber leider kam der nicht ganz genau. Aber das sind so die einfachsten Tore, würde ich mal sagen. Also eine auch sehr schöne Tore in der Halle. Ja, da hat Luca aufgepasst, stoppt den Ball, aber hoch, kriegt deswegen den Pfiff gegen sich. Da hat DSD jetzt wieder in eine Manndeckung gewechselt. Ja, der Ball über die rechte Bande da von Köln kommt aber nicht an. Schöner Ball da auch von Mia, die da eine gute Körpertäuschung macht. Köln versucht es von links mal mit einem Schuss. Aber ich weiß gar nicht, wer vom DSD dran. Auf jeden Fall gibt es eine lange Ecke. Ich glaube, die Hanna war dran. Ja. Hat noch ihren Fuß reingehalten. Es geht weiter. Ja, Lina hat schon gesagt, eine lange Ecke. Jetzt da. Hätte man, glaube ich, auch ein kleiner Schubser von mir dabei, soweit ich es richtig gesehen habe. Aber gut, wir besperren uns nicht. Schön jetzt gespielt hier mit den direkten Bällen. Aber Mia kann sich da auch durchsetzen. Jetzt Lilly am Ball. Bringt ihn aufs Tor. Prallt ab zu Silly. Ja, pfeift die Schiedsrichterin Schlägerstellen, würde ich sagen. Ja. Sehr, sehr ärgerlich da vom Tor natürlich. Schade, aber ich finde es echt gut ausgespielt. Silly da auch gute Entscheidung getroffen, nicht, glaube ich, zu schießen. Ja. Weil der wäre, glaube ich, super im Schläger gelandet. Da wird wieder gegen den DSD gepfiffen. Ich glaube, Luca war nicht ganz einverstanden. Ja. Jetzt nochmal ein Freischlag für Köln. Führt sie direkt mit einem Self-Pass aus. Kann sich der DSD ja mal wiederholen. Sehr schön noch wieder gehört, sehr gut gekämpft. Mia Ross hat man gesehen, ist da glaube ich nicht so eine Geduldige an der Bande. Holt sich den Ball da lieber direkt raus. Und das ist der Freischlag für den DSD. Da wurden gerade ein paar Abstandsregeln diskutiert. Sehr gute Täuschung da von Mia. Sehr, sehr schöner Lauf. Und das ist der Fuß von Köln. Und es gibt nochmal eine kurze Ecke für den DSD. Sehr schön. Ablegerin. Na, doch. Ja, manchmal. Manchmal? Ja, ich glaube aber, den wird sich Silly da ungern nehmen lassen. Ja, das stimmt. Aber wir werden sehen. Wir sind gespannt. Da aber nochmal das Foul. Silly, die da, glaube ich, ja, sich ein bisschen umentscheidet, würde ich mal vermuten. Da rechts vorbeigehen will. Weil die Torhüterin doch recht schnell draußen ist. Also und eigentlich auch die Spielerin. Das auch, ja. Also ich glaube, Ablage wäre eine gute Variante. Ja, da
war nochmal der Fuß. Ja, spielt auch mit der Nummer 20 da auch sehr, sehr konsequent in den Schuss reingelaufen. Respekt. Also ich würde jetzt, glaube ich, den Ableger spielen. Ja, würde ich auch empfehlen. Nein, wird nicht der Ableger. Willi sucht, versucht jetzt nochmal richtig mit dem Schuss. Ich glaube, die Kölnerin war sich da gerade nicht ganz sicher, ob sie mit Maske und so weiter aus dem Kreishaus darf. Das fand ich gerade auch interessant. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die Regel aktuell ist, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass ich mal auf dem Feld einen Pfiff gegenbekommen habe, weil ich mit Maske aus dem Kreishaus gerannt bin. Ich glaube, man darf es nicht. Doch, darf man? Okay, dann darf man es wieder. Also ich würde sagen, bis zur Mittellinie hatte ich, glaube ich, auch. Okay, dann korrigiere ich mich. Die Kölner Spielerin hätte aus dem Kreis gedurft. Ja, jetzt gerade wieder so ein bisschen hin und her, finde ich. Ja, sehr gut gekämpft von der Mia. Hier gibt es noch ein paar Unstimmigkeiten. Der Ball war wohl außerhalb und soll aber innerhalb sein. Ja, also der war sehr eindeutig in Schläger gespielt. Ja. Und ja, da gibt es dann die Karte für. Genau, da haben wir jetzt auch die eine Minute Überzahl für den DSD. Ja, die Kölner ziehen sich zurück. Da gibt es auch gerade eine kleine Diskussion da an den Trainerbanken, denke ich. Da das angeblich schon im Kreis eben auch passiert ist. Aber den Ball hier gerade hat man ja schon gut gesehen, dass der ins Brett gespielt wird. So, jetzt war der Weg. Ah, ärgerlich. Echt ärgerlich. Soll den da von Trainerbank annehmen. Nimmt den auch an. Er landet dann im Rückhandbrett und dann geht er in der Rückwärtsbewegung durch die Beine. Ja, ärgerliche Situation, würde ich sagen. So schnell kann es aber dann auch unentschieden stehen wieder. Ein Torführung in der Halle, ja, keine Sicherheit. Das stimmt, das geht echt, ja, schnell. Ja, Köln wieder im Fünferwürfel jetzt. Darf nicht gerade der DSD auch wieder ein bisschen zu statisch? Muss, finde ich, mal was verändern. Vielleicht mal den Dreieraufbau ziehen. Schade, guter Ball da eigentlich. War, glaube ich, zu schnell. Köln ist auch schon wieder zu fünft auf dem Platz. Durfte auffüllen. Minute vorbei. Jetzt hier hat hier einen Freischlag. Lukas führt ihn schnell aus, aber bringt doch wieder ein bisschen Ruhe rein. Da kommt der Schläger von Köln hinten rein und somit ist es der Freischlag für DSD. Ja, ich finde, die Kölner verteidigen auf jeden Fall sehr kompakt. Also sind sofort dran, auch mit drei Spielern. Also verschieben da sehr, sehr gut. Ja, das stimmt.
Ja, zweite Halbzeit wurde angepfiffen. Es steht immer noch 1:1, dritten Viertel jetzt. Ja, wir haben uns mal einfach mehr Tore erhofft. Die müssen jetzt auch fallen. Ja, genau. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich finde bis jetzt, Chancen sind zwar da, aber ich finde spannungsmäßig geht da auf jeden Fall noch mehr. Vielleicht jetzt auch direkt mit der ersten Chance über Mia, die gut durchsetzt. Aber gerade auch irgendwie kein Anspiel. Gut, von der Torhüterin reagiert da. Da will Mia etwas machen, aber es geht doch würde wieder. Gerne, genau. Es geht doch wieder nach hinten raus. Und es gibt da Freischlag für den DSD. Carina Salz jetzt am Ball. Der Schuss ist schade von Carina. Carina, muss man auch sagen, hat einen unglaublich harten und präzisen Schuss. Ja, absolut. Also auf jeden Fall auch gerade die Ecke eine ordentliche Waffe. Da fordert der DSD, glaube ich, einen Freischlag oder beziehungsweise eine Ecke eigentlich. Ich glaube, der Schiri sieht aber eher das Schlägerstellen. Da, guck mal, geht der Ball wieder durch die Mitte durch. Donja rettet den aber ganz gut. Jetzt geht's weiter im Abschlag oder Aufbau für den DSD. Da war gut abgefangen von Köln. Doch der geht leider aus. Genau, dementsprechend geht es weiter mit Abschlag wieder. Ja, da geht jetzt der lange direkte Ball auf Donja. Köln aber auch da. Ich finde, das zeichnet die Kölner auch schon seit Jahren immer wieder aus. Dass sie da wirklich immer sehr, sehr schnell und sehr nicklig da an den Ball reingehen. Ja, gut, den Fuß da geholt. Jetzt steht der DSD hier im Dreieraufbau. Mia ist dann nicht ganz einverstanden mit dem Pfiff. Ich glaube aber, dass der allerdings gesagt in Ordnung geht. Dass sie da mit dem Schläger voll reinrennt. Also ich finde, das Schlägerstellen dazu pfeifen ist völlig in Ordnung. Ja. Das sehe ich auch. Köln in der Vorwurfsbewegung. Mia geht da echt gut zwischen und spielt da den Fuß an. Oh, sehr schöner Ball. Will Carina da direkt schnell mit der Rückhand durchspielen. Ja, ich glaube, unsere Trainer fordern da eine Ecke eben für die Situation. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das okay geht, da keine zu geben. Geht aber auch schon weiter. Jetzt kann Mia den Ball wieder abfangen. Geht da vorbei mit einem schönen Rückhandzieher. Wieder in der Situation, außen an der Bande. Der war, würde ich sagen, im Aus. Ja, der DST auch wieder vorne jetzt, will auf jeden Fall da Druck machen. Aber ein Tor wäre auf jeden Fall wichtig jetzt in der Situation. So, gut den Ball da. Ah, schade. Gut von Luca da alleine gemacht. Leider dann den Ball verloren. Jetzt gibt es hier einen kurzen Wechsel bei Köln. Ich finde, der DSD da auch will, glaube ich, Druck spielen, spielt aber, finde ich, auch nicht ganz im Druck. Vielleicht gehen dann die Bälle an der Seite dann doch durch.
mit dem Abschlag nochmal. Das war jetzt ein Vorwärtsgang über links. Spielt da auch nochmal hinten raus. Donja geht da gut dazwischen, der wird nur leider hoch abgefälscht. Somit jetzt Köln weiter im Aufbau. DSD wird da von außen von Sebastian Dragun auf der Trainerbank Druck zugerufen. Der endet in einem Freistoß für Köln. So, jetzt Köln im Ballbesitz, aber... So, Lilly jetzt schnell mal ausgeführt, schnell im Vorwärtsgang. Donja jetzt am Ball. Carida ist vor dem Tor da. Wird aber wieder abgepfiffen. Na, jetzt auch auf DSD-Seite nochmal schnell der Wechsel. DSD jetzt finde ich mit ordentlicherem Druck. Köln kann sich da aber trotzdem ganz gut befreien. Schöne Bewegung von der Kölner Spielerin. Ein sehr, sehr, sehr schönes Tor. Dann mit der Rückhand an den Innenpfosten noch rein. Und dann geht der Ball ins Tor durch Nummer 20 von Köln. Lynn Werker ist es. Ja. Ja, hat sie, finde ich, auf jeden Fall gut gemacht. Der DSD schläft da, finde ich, auch so ein bisschen. Ja, schönes Tor auf jeden Fall. Jetzt sehen wir hier nochmal die Wiederholung im Livestream. Echt schön auch den Innenpfostenkante ab ins Tor. Passte genau auf jeden Fall dabei. Ja, freut sie sich echt zurecht. Sehr schönes Tor. Egal. Wir legen natürlich nach. Genau, und letztendlich ist ja auch mit einem Tor hinzulegen in der Halle ja auch auf gar keinen Fall irgendeine sichere Führung. Für die andere Mannschaft. Dementsprechend kann da ja auch gerade jetzt noch im dritten Viertel noch super viel passieren. Wir hoffen natürlich auch, dass noch super viel passiert. Ein paar Tore noch hier zu sehen, wäre natürlich schön. So, wir sehen es in DSD im Aufbau. Carla Knipschild am Ball. Ja, wir haben Köln auch wieder in Fünferwürfel. Und jetzt ja. Im Ball mag sich häufig nicht gerne vom Ball trennen. Da müsste jetzt einer kommen. Genau den. Ach, schöner Ball da von Lilly. Also, gelb ja, da dafür. Pfeift er die, gibt er die gelbe Karte. Und zeigt 3 Minuten an. Ja, ich glaube, weil jetzt schon, zeigt 2 Minuten an. Ja, Emily, also 2 Minuten auf der Bank. Ich glaube, dass dadurch, dass wir schon 2 grüne Karten für genau das gleiche Vergehen gesehen haben, wird da jetzt dann direkt die gelbe Karte gezogen. Ja, also muss man sagen, müssen sie jetzt machen. Genau, und da steht so schnell auch 3:1 für Blau-Weiß Köln. Ich habe gerade nicht gesehen, wer das Tor geschossen hat. Wir sehen es nochmal im Replay gleich, genau, hier auf der linken Seite. Schön gemacht, erster Ball noch da ins... Ich glaube, es war hier die Nummer. Ja, jetzt dreht sie sich gerade nicht um. Die hat doch schon. Die hat schon. Hallo. Und da gibt es eine Karte für Blau-Weiß Köln jetzt. Wir sehen jetzt eine aufgeregte Stimmung auch von. Von der Zuschauerseite jetzt, also wir spielen jetzt gerade ein 4 gegen 4.
sehr gespannt, was das jetzt bringt. Ist natürlich auch für beide Mannschaften jetzt umso anstrengender, dann 4 gegen 4 runter zu spielen. Schade da. Also. Oh. Da war gerade noch mal eine Torchance für den DSD. Lilly versucht, seinen Ball aufs Tor zu bringen. Rechts nochmal, Köln aber auch wieder relativ schnell da. Und Tati kann die Ecke für den DSD rausholen. Sehr gut. So, jetzt wird noch kurz besprochen, was wird. Was wird's, Alina? Es wird die Ablage auf Lilly. Ja, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ja, oder Luca natürlich auch nochmal auf dem Schuss. Haben wir heute, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ja, wäre aber auf jeden Fall ein wichtiger Zeitpunkt, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Auf jeden Fall, ja. Der springt Luca an den Fuß. Ich glaube, das Problem war auch ein bisschen, dass kein Rausgeber auf dem Platz war. Genau. Da habe ich Tati dann da an der Rausgabe. Ärgerlich auf jeden Fall, weil das war eine absolut wichtige Ecke. Ja. Egal, dann müssen wir jetzt so nachlegen. Ja, Köln halt. Vorwärtsgang. Beide Mannschaften jetzt auch wieder vollzählig. Also wir sehen wieder ein 5 gegen 5 auf dem Platz. Ja, Silly wieder, die sich da hinkt. Versucht durchzuzocken. Ja, der DSD fordert da wieder einen Pfiff, weil der Ball ins Brett gespielt war. Ja, also lässt der Schiri aber laufen. Das sieht man mal. Das heißt, wenn der Schiri einmal etwas konsequent pfeift, dann muss er es auch durchziehen. Ja, das stimmt. Ja, da muss er sich, glaube ich, auch die Kommentare der Trainerbänke an. Das ist wirklich ein schweres Wort heute für mich. Ja, der Ball war hoch. Ja, wird jetzt so langsam auch ein ordentlich hitziges Spiel. Also jetzt sind beide Seiten nicht ganz zufrieden mit den Entscheidungen der Schiedsrichter. War gut an den Fuß der Spielerin. Gut gemacht, ja. Lilly kommt an Ball, bringt ihn aufs Tor von der Seite aus. Oh, schade. Gut da, schön und gut und schnell da abgezogen von Lilly. Leider geht der nicht ganz Ball durch die Beine. Jetzt weiter mit dem DSD im Aufbau. Köln wieder im Fünferwürfel. Und jetzt Lilly hier am Ball. Ja. Da ist der Fuß der Kölner Spielerin im Weg. Will sich da jetzt eigentlich eine Ecke holen, aber würde ich sagen, ist ja nicht die Spielerin, die im ersten Schritt da war. Dementsprechend kann das Spiel weiterlaufen. Pfiffeln DSD, Silly führt das Ganze schnell aus. So, und der Schiri pfeift eine Ecke für den DSD erneut. So, jetzt ist auch eine Herausgeberin auf Platz. Genau. Gleiche Situation wie eben, nur Mia als Rausgeberin noch da. Ja, ich bin gespannt, ob Luca sich den nimmt oder ob sie den nochmal auf Lilly auflegt. Oh.
Yes, den nimmt sich Luca richtig. Und schießt das 3-2, kurz vor Ende des dritten Viertels. Eigentlich relativ mittig, glaube ich, sogar geschossen, der Ball. Ja, wichtiges Tor, auf jeden Fall. Ja, wichtig für den Kopf gerade jetzt nochmal den Anschlusstreffer dazu erzielen, kurz vor Ende. Genau, da ist der Abschlusspfiff des dritten Viertels. 15 Minuten haben wir noch auf der Uhr und ich finde, es hat ein bisschen Fahrt aufgenommen, das Spiel, auf jeden Fall. Ja, getrieben auch ein bisschen durch... Hier steht, glaube ich, gerade ein Auto im Halteverbot, das hier gerade mal durch die Halle aufgerufen wird. Ja, ich glaube, der Fahrer des Autos wurde gefunden und kann Platz schaffen. So, also nochmal zum Spiel. Ich finde, es ist durch die Schiedsrichterentscheidung und auch durch den Spielstand deutlich spannender jetzt geworden. Dementsprechend finde ich, ist das Spiel deutlich ansehnlicher geworden als in der ersten Halbzeit. Hier sehen wir nochmal gerade die Ecke als Wiederholung. Gut davon Lukas Scheuten geschossen. Wir müssen Tore sehen. Ja, eins auf jeden Fall. Deutlich schöner natürlich zwei oder drei Tore. Auf jeden Fall. So, beide Mannschaften stehen wieder bereit. Schiris pfeifen jetzt auch an. Und ja, hier wurde immer ein bisschen durchgewechselt in den Blöcken. Ja, das stimmt. Wir sehen in der Verteidigung Lukas Scheuten und Tati. Jetzt Carina am Ball, macht das gut. Ah, schade. Rutscht da, glaube ich, gerade dann der Ball ab, den sie leider eigentlich, glaube ich, hochlegen wollte. Sehr schön. Gut da der Druck von Mia Rossa. So. Carina Salz jetzt wieder am Ball. Ich bin dann, denke ich, nochmal hinten rum, genau. Köln auch wieder im Fünferwürfel. Ja, Tati verschiebt das jetzt mal in die Mitte, um da ein bisschen Bewegung reinzubringen. Ja, wir hören schon von unten von Lars, lass den Ball laufen. Glaube ich, gegen eine Raumdeckung, gerade gegen den Würfel, sehr, sehr sinnvoll, da den Ball einfach laufen zu lassen. So, DSD jetzt immer noch im Ballbesitz. Ja, Freischlag für Köln jetzt. Ja. Schön, und dann kommt er da auch an. Ein bisschen Platz hat sie. Ja, aber... Zockt sich da leicht. Köln ist da aber nicht... so besetzt im Kreis und läuft da aber, glaube ich, ein Stück zu weit ins Aus und dementsprechend gibt es wieder den Abschlag für den DSD. Da, jetzt der Ball wieder nach vorne auf Carina, wird da ordentlich gestört, kriegt aber den Pfiff für sich. Luca, die jetzt da einen Antritt macht, will, glaube ich, schießen, aber der Ball rutscht Luca über den Schläger. Ja, die ist sie auch weiter jetzt im Druck. Glaube ich auch richtig in der Situation. Und im Grunde genommen ist es halt der DSD hier gerade in der Situation, ein Tor schießen zu müssen. Ach, schade. Leichter Ballverlust. Jetzt Köln wieder im Angriff. Aber Carina ist da als erstes am Ball.
ist wieder, glaube ich, ein bisschen Unruhe gewesen wegen des Pfiffs, aber Mia ist wieder im Vorwärtsgang. Der Schiedsrichter korrigiert sich, pfeift erst für den DSD, jetzt doch nochmal gegen den DSD. Ich glaube, wenn ihr den ans Brett spielt. Ja, bleibt auf jeden Fall auch in diesem Viertel ein bisschen hitzig, das Spiel. Auf jeden Fall. Irgendwie fühlt sich das gerade so an, als wären noch 2-3 Minuten. Ja. Wir haben noch 11 Minuten auf der Uhr. Ja, im Grunde genommen also auf jeden Fall auch genug Zeit für beide Mannschaften auch noch Tore zu schießen. Also insbesondere natürlich für den DSD, der hier hinten liegt gerade. So, schnell jetzt ausgeführt von Tati. Donja, die kommt da nicht ganz dran an den Ball. Schade, schade. So, jetzt wird von außen da der Druck angesagt, den der DSD machen soll. Der auch gut funktioniert. Tati da direkt. Ja, schöner Ball jetzt auf Lilly da. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr gute Chance da für den DSD. Ja, da wieder nicht im Tor landet. Wir sehen es hier nochmal im Replay. Ja. Ball da außen auf Lilly. Legt den schön nach innen auf Carina. Jetzt geht es weiter mit Abschlag für Blau-Weiß-Köln. DSD da direkt mit Druck. Schade. Ist sie smart und wartet darauf, dass die Schläger nicht ganz auf dem Boden liegen. Kann da die Lücke finden. Tati fängt sie da gut ab, aber Ball war, glaube ich, am Fuß. Jetzt haben wir da kurz nach der Mittellinie einen Freischlag für Köln. DSD in der Manndeckung. Und vorne. Ah, jetzt hier so eine unruhige, unklare Situation. Lilly jetzt am Ball. Da müssen wir nochmal auflösen, aber da kommt die Kölnerin noch vor. Der ist irgendwo über den Schläger gerutscht. Fußschläger, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sich, glaube ich, keiner so richtig sicher. No. Düsseldorf hat da jetzt mal ein bisschen wieder Ruhe reingebracht. Schön gemacht. Und da ist das Tor, das 2:3. Durch Emily Kempf. Sehr geil. Schönes Tor da. So, wir müssen aber weiter auf das Spiel aufpassen. So, Emily jetzt wieder im Vorwärtsgang. 1-2 gerade, bricht nochmal ab. Ich wusste auch, ob ich korrigieren. Es war tatsächlich das 3:3. Ich habe, glaube ich, gerade gesagt, es war das 2:3. Ja. Dementsprechend der Ausgleich. Also jetzt wieder die Situation unentschieden. Schöner Ball. Ah, schade. Kommt für die nicht ganz dran. Ja, DSD wieder da, fängt den Ball ab. Ball war eigentlich am Fuß der Kölnerin, wird aber weiter gespielt. Silly am Ball liegt nochmal hinten auf. Ich glaube, jetzt auch nochmal ganz gut, vielleicht das Spiel ein bisschen zu beruhigen. Köln weiter jetzt auch immer im Fünferwürfel wieder. Genau, Tati geht da jetzt in die Mitte. Haben wir eben schon gemerkt, dass da einige Bälle auch durchgehen im Fünferwürfel. So, jetzt Luca, Vorwärtsgang.
Schön von Luca gemacht. Schade. Sehr, sehr schade, dass sie da nicht ganz rankommt. Lana mit Lilly nochmal gefoult. Schöne Täuschung da von Luca auf jeden Fall. Täuscht den Pass an und geht dann doch nach innen. Spielen den Ball schnell. Ja, da läuft Tati mit dem Körper in die laufende Spielerin rein. Dementsprechend gibt es die Ecke. Wir sehen es jetzt auch nochmal im Replay. Genau, geht über die Vorhand los. Tati geht da in Zweikampf und drückt die ganz schön weg. Dementsprechend, ja, ich finde, insgesamt geht die Ecke schon in Ordnung. Kann man geben, muss man nicht, würde ich sagen. Aber also man kann ihn, glaube ich, auch vorm Kreis frei als Freischlag geben. Weil letztendlich muss man auch sagen, dass die Kölnerin da schon gut auch mit dem Körper reingeht. Ja, klar, die stellt natürlich ihren Körper voll dazwischen. Macht das ganz schlau, da ist natürlich Tati eher im Nachteil. Da hat der DSD auf jeden Fall auch Glück. Ich weiß gar nicht, wer da hinten auf den Knien noch den Ball rausstoppen will, aber war vorher das Foul und schön Freischlag und sind auch schon wieder auf der anderen Seite. Freischlag für den DSD am Kreis. So, das Spiel wird jetzt doch ein bisschen hitziger. Beide Seiten machen es echt schnell. Ja, beide Mannschaften wollen hier natürlich auch Punkte holen und nicht nur einen, sondern gerne drei. Also auf DSD-Seite auch nochmal der Wechsel. Glaube ich auch ein recht intensives Spiel für die Spielerin auf dem Platz. So, dann können wir da ein bisschen in die Enge getrieben. Und der wird echt schön von der Hanna wieder gehalten. War da echt super dran. Und es geht weiter mit der Langecke. Ich finde, man merkt bei Köln so ein bisschen, dass sie hier die 20 schon immer suchen, ne? Ja, absolut. Also würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall ja, mit einer der besten Spielerinnen da auf Kölner Seite auf dem Feld. Also dementsprechend. Und dann eben auch noch sehr, sehr torgefährlich. Ja, das stimmt. Da muss der DSD auf jeden Fall aufpassen. Und wach bleiben. Jetzt Donja da vorne am Ball. Holt da nochmal die Ecke für den DSD. Ich glaube, man hätte den auch nur im Schläger sehen können, ehrlich gesagt. Aber hier, sie hat gerade gesehen, man sieht es nochmal, der geht da nämlich über den Schläger, ist der so drüber. Ja. Ist hoch und über den Schläger, also kann man Ecke für mich. Auf jeden Fall, ja, jetzt haben wir hier nochmal Carina am Schuss. Haben wir schon angesprochen, mit einem sehr, sehr harten Schuss dementsprechend. Oh, da geht schade. Der Ball an den Außenpfosten. Sehr, sehr schade. Also langsam wird auch die Zeit immer weniger. Wir haben es noch knapp 2 Minuten 45 auf der Uhr. Schön an das Brett gelegt von Carina. Ah, schade. So, Köln, jetzt nochmal einen Vorwärtsgang, legt den Ball hoch. Ja, pfeift ab, weil der Pass hochgespielt wurde. Aber du musst auch mal pfeifen. Ja, da passt die Kölnerin sehr, sehr gut auf, aber Mia auch. Sehr, sehr gut in der Rückwärtsbewegung da auch immer, finde ich. Und dann pfeift die Schiedsrichterin da hinten die Ecke. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt das Foul war. Sehen wir es nochmal.
Kölner jetzt nochmal von der rechten Seite die Eckenvariante. Schauen wir mal, was die Kölnerin dann daraus jetzt gleich machen. Und damit schießt Köln das 4:3 und geht wieder in Führung. Sehr, sehr schön auch geschossen, Ball in der Mitte, glaube ich, gewesen. Ja. So, der DSD nimmt jetzt den Torwart raus, um eine künstliche Überzahl zu erschaffen. Dementsprechend kann jetzt der DSD eine Spielerin aufs Spielfeld mit raufnehmen, spielt mit 6 Spielerinnen. Köln weiter mit 5 plus Torwart. Ja, bei einer Minute Spielzeit natürlich immer. Es gibt nochmal den Freischlag für den DSD. Jetzt muss der DSD natürlich das Spiel nochmal schnell machen. Schnell spielen. Ja, es gibt die lange Ecke. 40 Sekunden noch haben wir auf der Uhr. Natürlich jetzt nicht mehr viel Zeit und sehr, sehr ärgerlich, so kurz vor Schluss auch nochmal den Gegentreffer da natürlich zu bekommen. Gut aufgepasst von Köln. Also. Ja, das gibt nochmal den Pfiff für Köln. Köln wird das Spiel jetzt wahrscheinlich natürlich ein bisschen langsamer machen. Ja. 20 Sekunden haben wir noch. Das war knapp. Da war die Spielerin fast noch dran. Dann hätten wir noch, so, 10 Sekunden noch. Das ist natürlich jetzt der letzte Angriff für den DSD. Ja, aber der Ball geht mir an den Fuß. Ich glaube, damit können wir sagen, dass das Spiel gelaufen ist. Und Blau-Weiß Köln gewinnt das Spiel in letzter Sekunde fast, würde ich sagen, mit 4:3. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aus DSD-Sicht natürlich super bitter. Hatte man sich noch gut damit rangekämpft, einen Ausgleich geschossen. Dass man da noch die Ecke dann gegen natürlich bekommt, das kann immer passieren. Aber es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass das Spiel dann am Ende verloren geht, wo man sich, glaube ich, da auf jeden Fall mehr ausgerechnet hatte, würde ich sagen. Ja, also ich muss sagen, ich fand es auf jeden Fall super ausgeglichen, aber ich fand auch den DSD in manchen Phasen auch wirklich stärker. Und die Chancen, die wir hatten, ja, muss man leider sagen. Machen wir nicht rein. Genau, machen wir leider nicht rein. Absolut, ja, wer keine Tore schießt, kann auch nicht gewinnen. Ja. Ja, ich glaube, man sieht es den Mädels auch an den Gesichtern an, dass da alle sehr, sehr geknickt sind. Echt super ärgerlich. Ja, aber so läuft es leider im Sport, wenn man keine Tore schießt. Genau, und dann verabschieden wir uns jetzt, würde ich sagen, auch gleich von unserer Seite. Hier nach dem Spiel sehen wir gleich um 16:30 auch noch das Spiel der ersten Herren. Auf jeden Fall also gerne dranbleiben oder auch in die Halle ins Rückert-Gymnasium kommen gerne. Genau, ja. Weiter geht's dann nächste Woche Freitag. Freitagabendspiel gegen HC Essen und dann Sonntag noch ein Spiel, dann das letzte vor Weihnachten und dann gehen wir in die